Hallo, herzlich willkommen bei Großbörse und Ärgernfan. Freut mich, dass ihr wieder hergefunden habt. Wir beschäftigen uns heute doch nochmal mit einem alten Hähnelgewehr. Ich hatte zwar gesagt, wir sind durch mit den Hähnelgewehren, die ich zumindest hier habe, aber mir ist vor kurzem ein neues Gewehr ins Haus gekommen, natürlich wieder per Auktion bei igan.de. Und deswegen machen wir das. Noch eine Vorbemerkung. Ich hatte dieses Video, alle Clips zu diesem Video schon vor ungefähr 14 Tagen abgedreht. Und dann ist mir ein Missgeschick widerfahren. Ich nehme ja den Ton mit so einem kleinen Anklipp-Mikrofon auf, weil die Kamera zwar selber über ein Mikrofon verfügt, aber da sind dann zu viele Störungen, wenn ich das hier im Freien aufnehme. Und in unseren Räumlichkeiten habe ich ja leider keinen Platz dafür. Ja, deswegen also dieses Ansteckmikrofon, das auch gleichzeitig speichert. Nur ist mir dann beim Übertragen auf den Rechner, um alles zusammenzuschneiden und Video und Ton zu synchronisieren, leider ein Update für dieses Mikrofon, für die Software dazwischen gekommen. Und dann waren leider alle Aufnahmen weg. Und da ich hintereinander weg drei Videos aufgenommen hatte, also noch zu zwei weiteren Gewehren, war dann halt alles zum Teufel. Ja, deswegen heute eben ein erneuter Versuch. Mittlerweile ist allerdings auch hier eine Umleitungsstrecke und viel mehr Verkehr als sonst. Also mal sehen, wie sich das auf den Ton auswirkt. Gut, also zurück zum Gewehr. Es ist ein Hähnel Römisch 1-53. Das ist also auch wieder ein Gewehr, was sehr zeitig nach dem Krieg, sag ich mal, in die Produktion überführt wurde. Also eins der ersten Gewehrmodelle, die dann nach dem Krieg und nach der Gründung der DDR in die Produktion gekommen sind. Es handelt sich um ein Knicklaufgewehr, was auf dem Gewehr Römisch 1 von Hähnel aus der Vorkriegszeit basiert, und es ist ein sehr kleines Gewehr. Also es wurde auch damals schon in der Vorkriegszeit als Jugendgewehr konzipiert, und das wurde dann in der Fortführung dieser Modellreihe nach dem Krieg eben auch so fortgesetzt. Es ist also ein sehr kurzes Gewehr. Ich nenne euch dann nachher noch die technischen Daten. Und es gibt hier doch noch oder ja doch noch einige Unterschiede zu den späteren Hähnel-Modellen. Wir haben ein Korn, ein Dachkorn, was allerdings nach vorne abgeschrägt ist, sodass man von hinten her also praktisch nur eine Spitze sieht und das auch über keinen Kornschutz verfügt, ist nicht vorgesehen. Dann natürlich eine Kimme, wobei diese Kimme eben noch aus der Vorkriegszeit stammt. Das ist also nicht diese Schieberastkimme, die man von den späteren Hähnel-Modellen kennt, sondern es ist nur ein kleines Kimmenblatt, was in einer Führung drin sitzt. Das Kimmenblatt hat einen sehr kleinen Ausschnitt und ist in der Höhe verstellbar mittels einer Rändelschraube, wobei man hier allerdings nicht sehen kann, auf welche Entfernung die jeweilige Einstellung dann eigentlich gedacht ist. Das muss man einfach ausprobieren. Bei den späteren Schieberastvisieren hat man ja so, ja, wie soll ich sagen, Skalenstriche und unter Umständen auch Zahlen dran, die mit der Entfernung, mit der Schussentfernung korrespondieren sollen. Ja, das Gewehr verfügt über einen Klattenlauf, also dieses Gewehr. Es gab auch I53, also Entschuldigung, Römisch 1-53 Modelle, mir rutscht immer das I über die Lippen, die einen gezogenen Lauf hatten, aber das Exemplar hier hat einen glatten Lauf und ist daher eher für, wie sagt man, Haarbolzen gedacht, also für Spaßschießen, fürs Blinkern. Man kann auch nicht so eine hohe Präzision erwarten,
und so eine Schussentfernung wie bei Gewehren, die über einen gezogenen Lauf verfügen. Aber es ist ja eben auch für jüngere Menschen gedacht und da kommt es, glaube ich, nicht so sehr auf die Präzision drauf an, sondern eher auf den Spaß. Ja, Kipplaufgewehr, wie gesagt, das ist noch mit einer Ausrüstung hier vorne am Lauf ausgerüstet, so dass man also erstmal ausrasten muss, ehe man kippen kann und laden kann, also knicken kann und laden kann, und dann klappt man das, den Lauf natürlich wieder hoch, so wie das üblich ist. Und dieses Gewehr verfügt nicht über eine Sicherung. Das heißt, man muss also tatsächlich aufpassen, dass hier nichts passiert. Der Abzug besteht aus Blech, das ist also kein volles Metall, sondern gebogenes Blech, aber ziemlich massiv und verfügt auch schon über eine Einstellung vom Druckpunkt. Ja, dann haben wir hier bei dem kleinen Schaft diese Griffrinne, die man bei älteren Hädelmodellen sieht. Später wurde die weggelassen und wir haben hier auch keine Schaftkappe, sondern wie das in der DDR dann eben üblich war bei den Modellen, einfach nur Holz und eine Querriffelung, so dass der Schaft sich in der Schulter ein bisschen, naja, festkrallen kann, kann man nicht sagen, aber dass er nicht so schnell verrutscht. Ja, also ein sehr kleines, sehr griffiges Gewehr. Macht Spaß, damit zu schießen. Erfordert auch keine großen Anstrengungen beim Knicken und Durchladen. Aber hat eben auch keine sehr hohe Schussleistung. Kann man nicht erwarten. Was hier noch auffällt, dass da, wo der Lauf in dieses viereckige Teil eingepasst ist, ist der Lauf etwas verdickt. Das wurde dann bei späteren Modellen auch weggelassen, ist aber sicherlich recht gut für die Stabilität des Laufes, weil der wird ja eben doch ein bisschen belastet durch das dauernde Knicken. Gut, dann schauen wir mal noch nach technischen Daten. Und zwar eine kurze Lauflänge, ich setze mal lieber eine Brille auf, nicht dass ich Quatsch erzähle, eine kurze Lauflänge angegeben mit 389 mm. Wie gesagt, hier glatter Lauf, gab es aber auch mit gezogenen Läufen das Gewehr. Mit einem Verschlussschieber, aber keine Sicherung. Dachkorn, ein Schraubvisier, also höhenverstellbar über eine Rändelschraube. Länge gesamt ist weniger als 1 Meter, 975 mm. Der Schaft soll ein Schichtholzschaft sein, das kann man hier nicht so richtig sehen, und ist in Buche lackiert. Das Gewehr ist durch seine geringe Größe recht leicht, das wiegt nur 2,4 Kilogramm. Und wie gesagt, die Leistung ist natürlich nicht sehr hoch. Die Mündungsgeschwindigkeit ist angegeben mit 138 Meter pro Sekunde. Und nach meinen Unterlagen, die ich gefunden habe, wurde das Gewehr noch vor 1949 entwickelt, aber wohl erst ab 57 gebaut. Das verwundert mich ein bisschen, aber steht halt so in meinem schlauen Buch. Ja, so ist es. Die Abzugskraft und die Mündungsgeschwindigkeit werden wir dann noch testen im Video. Mal sehen, was sich da ergibt. Ja, und ansonsten habe ich natürlich wieder eine Galerie vorbereitet, so dass ihr Details des Gewehrs euch noch näher betrachten könnt als jetzt hier bei der Erklärung. Gut, dann geht's also weiter mit der Galerie. Thank you.
Dann kommen wir mal zum Abzugstest. Dazu müssen wir natürlich das Gewehrchen erstmal laden. Also hier den Verriegelungshebel rausdrücken. Wie üblich natürlich den Lauf runterziehen und Diabolo einführen. So, und dann ist wieder verriegelt. Wie gesagt, keine Sicherung. Man sollte also aufpassen. Dann gucke ich mal, dass ich den Tester hier hinbekomme. Ja, wisst ihr, da habe ich immer so ein bisschen Probleme. So, jetzt dann probieren wir es mal. Und wir haben hier eine erstaunliche Abzugskraft von 873 Gramm. Das ist super. Dann kommen wir mal zum Kronitest. Ich hatte vorhin vergessen zu sagen, ich nehme jetzt mal schwerere Diabolos als bei meinem ersten Versuch. Und zwar sind das hier die H&N Sport. Und die haben nämlich ein Gewicht von 0,53 Gramm pro Diabolo. Mal sehen, wie sich das auswirkt. Und jetzt auf zum Kronitest. So, das waren jetzt 10 Schuss, wobei der eine ja ein Fehlschuss war. Dann gucken wir das mal durch. Mittlere Geschwindigkeit 167 Meter pro Sekunde. Was? Achso, maximal 191. Standardabweichung 8,33 Meter pro Sekunde und um die 7 Joule. Ja, durchschnittliche Energie 7,42 Joule. Na, das Ding spinnt auch ein bisschen. Mindestgeschwindigkeit 160, also 161 kann man sagen. Vmax 191. Gut, die anderen Werte hatten wir ja schon. Ja, also ein Fehlschuss dabei und einer, der war ja bei 9 Joule irgendwo gelandet. Das ist sicherlich ein Messfehler gewesen. Und ansonsten sind aber diese Werte trotzdem seltsam hoch. Wie gesagt, laut Datenblatt soll ja die Mündungsgeschwindigkeit 138 Meter pro Sekunde betragen. Möglich, dass hier ein Vorbesitzer eine andere Feder eingebaut hat, dass deswegen diese Werte zustande kommen. Aber wer weiß, was mich jetzt mal noch interessiert, das ist, wie das mit leichteren Diabolos aussehen würde. Dazu muss ich aber hier nochmal umstellen, also beziehungsweise nochmal neu einstellen. Ja, das sollte gut so sein. Und dann nehmen wir mal die leichteren Diabolos.
Und der letzte. Gut, also das war ja jetzt fast ausnahmslos unterhalb von 7 Joule Mündungsenergie. Ist ja auch nicht anders zu erwarten bei leichteren Diabolos. Also durchschnittliche Energie 6,81 Joule, durchschnittliche Geschwindigkeit 174 Meter pro Sekunde, Vmax 176 plus Konstanz 6,73 Meter pro Sekunde, die ist alles sogar besser, Standardabweichung viel besser, 2,06. Und klickt man nochmal durch. Vmin 169,67, das hatten wir vorhin natürlich nicht angezeigt. Vmax 176, ja. Gut. Also das Gewehrchen steht gut im Futter. Ganz erstaunlich. Jetzt bei der zweiten Runde habe ich hier diese ganz einfachen Gecko-Diabolos genommen mit einem Gewicht von 0,45 Gramm. Okay, gehen wir zum Schusstest. Ja, ihr wisst ja, bei diesen offenen Visierungen, da habe ich Schwierigkeiten, alles zu sehen. Deswegen nehme ich hier wieder meine Schießstütze, die allerdings auch ziemlich wackelt, zumal unser Fußboden ziemlich beschissen ist hier. Jetzt muss ich mir noch etwas Platz schaffen. Und dann wollen wir mal loslegen. Ich nehme jetzt wieder die schwereren Diabolos, also H&N Sport, mit 0,53 Gramm. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, Visierung sehe ich gut. Das Ziel nicht. Aber besser die Visierung. Kommen die Diabolos zurückgeflogen. Das ist ja nicht in Ordnung. So, ich habe vergessen mitzuzählen. Machen wir mal noch den und noch einen. So, jetzt seht ihr mich erschüttert. Also bis auf einen Ausreißer, der hier unten in der 8 gelandet ist, sind alle Treffer hier im oberen Bereich. Ein Wahnsinn. Also mit den schweren Diabolos schießt das Gewehr noch höher. Ich habe also ungefähr hier direkt unterm Schwarzen angehalten. Wir machen mal noch einen Versuch und ich nehme jetzt wieder die leichteren Diabolos und dann schauen wir mal, was da rauskommt.
mich noch nicht mal auf die Scheibe. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt 10 Schuss waren, aber ich höre mal auf. So, also das Trefferbild sieht jetzt doch ein bisschen besser aus. Aber ist alles sehr weit oben. Und natürlich ist die Gruppe nun auch nicht so eng, weil das Gewehr hat halt keinen gezogenen Lauf. Da fliegen die Diabolos nicht so präzise. Gut, aber mit der Visierung stimmt irgendwas nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass eventuell der Lauf etwas verbogen ist. Gut, aber ihr seht, das Gewehr schießt und hat auch eine ganz schöne Kraft, erstaunlicherweise. Wenn man sich mit der Visierung arrangiert oder wenn ich das noch ein bisschen anders einstellen kann, dann macht das Ding bestimmt Spaß. Und wie gesagt, wenn mir so eine Federbolzen unterkommen, dann mache ich natürlich auch ein Schussvideo mit Federbolzen. Schauen wir mal. Also insgesamt ein sehr kleines, führiges Gewehr, nicht schwer, geeignet für Jugendliche, kräftig. Ich denke, da hat jemand mal dran rumgeschraubt und eine andere Feder eingebaut. So kräftig ist es nach Papierform eigentlich nicht. Und mit der Visierung muss ich was machen. Dann wird es sicherlich auch noch etwas treffgenauer, denke ich mal. Okay, die Gewehre sind preislich günstig, aber selten im Angebot. Also sollte euch so ein Gewehr interessieren, dann müsst ihr wirklich öfter mal auf den einschlägigen Auktionsplattformen vorbeigucken. Also das hier ist von IGAN. Und hat mich so an die 150 Euro gekostet. Okay, das war's für heute. Ich freue mich auf das nächste Mal und tschüss.